Ey, Ja ist so next level. Was geht ab, Freunde? Ich habe kein richtiges Intro für dieses Video, weil ich auch gar nicht genau weiß, worüber ich sprechen soll. Einmal, auf der einen Seite, es war nicht das große Ja Morant Game, das ich mir gewünscht hatte. Auf der anderen Seite hatte er mit die sickesten Highlight Plays, die ich jemals gesehen habe. Komm, wir gucken uns hier direkt den Block an. Was ist das? Wirklich, was ist das? Ich kann das nicht verstehen. Wo ist dieser Junge? Was ist das für eine Athletik? I'm speechless, wirklich. So, das ist schon mal das eine. Das andere ist, wenn wir gleich in die Game-Highlights gehen, hat er ja einen Dunk, wo er seinen Kopf fast am Ring angehauen hätte, so hoch war er, und musste sich dann nach dem Dunk so schnell wegdrehen, damit er sich nicht den Kopf stößt am Ring. Also die Athletik von Ja Morant ist überragend, das Basketballspiel von den Memphis Grizzlies ist überragend, deswegen hatte ich mich so auf dieses Spiel gefreut, weil ich dachte, dass es ein kompetitives, geiles Basketballspiel wird. Wurde es dann aber nicht. Dieser Endscore hier trügt ein bisschen, also 127 zu 119 könnte man ja fast denken, so, oh, das war ein knappes Spiel und hat bestimmt Spaß gemacht. War überhaupt nicht so. Das Spiel war ab dem dritten Viertel nur noch Garbage Time. Die Grizzlies haben komplett dominiert und haben dann halt ihre Bankwärmer reingeschickt. Und leider, wie schon öfter in dieser Saison, haben die es dann am Ende fast noch geschafft, die Führung zu verspielen. Aber das sehen wir ja gleich in den Highlights. Auf der anderen Seite bei den Lakers hatten wir einen LeBron, der meiner Meinung nach wieder komplett im MVP-Modus gespielt hat. Es ist wirklich beängstigend und erschreckend, wie viel besser er auf dem Feld ist als jeder andere mit weitem Abstand. Und das Schlimme ist, er ist so deutlich, deutlich, deutlich besser als alle seine Teammates. Man muss sagen, die Lakers hatten eine Menge Spiele in den vergangenen Tagen. Deswegen war es irgendwie abzusehen, dass sie irgendwann mal einbrechen würden mit ihren Leistungen. Aber das hier, Alter, Westbrook 2 von 12, Bradley 2 von 10, Malik Monk 3 von 13, Stanley Johnson mit 1 von 4. Das ist einfach die Starting 5 neben LeBron. Und die ballern dir eine Quote, als würdest du mich damit aufs Feld stellen. LeBron macht hier 35 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists bei herausragenden Quoten. Aber es bringt ihm nichts, weil abgesehen von ein bisschen von der Bank, dann auch viel in der Garbage Time, abgesehen von Horton Tucker, kam halt überhaupt nichts von den Lakers. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in die Highlights rein, damit ihr euch auch ein Bild machen könnt von dem, was ich hier gerade sage. Ich habe, obwohl das Spiel nicht sonderlich spannend war, es wirklich genossen. Zum einen, weil ich gerade den Grizzlies extrem gerne zuschaue und weil ich einfach eine sehr, sehr krasse Bewunderung habe für LeBron und die Art und Weise, wie er aktuell Basketball spielt. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier so für Highlights kriegen. Das hier fand ich ein super Play. Ich will euch jetzt nicht direkt am Anfang nerven mit einer Monster-Analyse oder sowas, aber ich finde das hier gut gespielt, weil LeBron wird hier gefrontet. Er hier hilft aus, Jaren Jackson Jr. Dadurch ist auf dem High-Post jemand frei. Jetzt muss Jaren da ran und eigentlich wäre es jetzt am besten gespielt, wenn er jetzt den Pass spielen würde auf LeBron für den 1 gegen 0 Layup oder Dunk. Aber fand ich einfach ganz cool gelöst von Westbrook in dem Fall. Abgesehen davon gab es leider nicht besonders viele Highlights von ihm, muss man sagen. Von LeBron dafür umso mehr. Hat auch einen sicken Dunk später noch über Jaren. Also es war ein gutes LeBron-Spiel, wie in den letzten Wochen die ganze Zeit eigentlich. Und ich sag's auch immer wieder, gib LeBron einfach ein paar Siege mehr. Wenn er eine bessere Bilanz hätte, wäre der gerade MVP-Frontrunner. Vor allem seitdem Curry so ein bisschen eingebrochen ist vom Shooting her. Aber er hat halt einfach nicht die Siege, um die MVP-Kandidatur wirklich zu backen. Das war mal ein bisschen Trash-Defense, muss man sagen, von den Grizzlies. Das ist diese Kameraeinstellung, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Wenn man im NBA League Pass irgendwie auf Mobile schaltet, dann hat man immer so ein rangezoomtes Bild und sieht nicht das ganze Play. Und das macht mich persönlich total wahnsinnig, weil ich dann einfach nie sehe, wo der Ball hingeht, beziehungsweise was für Off-Ball-Movement entsteht. Du hast halt immer nur den Ball im Blick, so wie hier. So, woher weiß ich jetzt, was da gerade unterm Korb passiert ist? Das ist so nervig. Aber das ändert sich gleich wieder, keine Sorge. Hier hätten wir wieder ein Top-Beispiel für absolut vorbildliche Körpersprache von LeBron. So, was ist das? Also, ich kann ja echt verstehen, dass er gerade nicht zufrieden ist mit seinem Kader. Und ich kann auch echt verstehen, dass das mühselig ist, mit so einer Mannschaft zu spielen. Aber du kannst denen doch nicht, wenn da so ein Dreier fällt, kannst du doch nicht so ein Ding hier droppen, ey. Das im ersten Viertel, come on. So, wie gesagt, von Ja gar nicht so das auffällige Spiel.
hat gar nicht viele Würfe auch genommen und hat hauptsächlich von der Freiwurflinie sogar seine Punkte gemacht. Aber hatte halt eben diesen Wahnsinns-Dunk später im dritten Viertel und dazu noch den heftigsten Block vielleicht der Season bisher. Ja, die Lakers, Mann. Ich weiß auch nicht. Also im Moment, wenn ich diese Starting Five sehe, denke ich mir echt, okay, das wird überhaupt nichts. Hier der eine von zwei erfolgreichen Westbrook-Würfen. Im Anschluss daran kam direkt wieder der nächste Brick. Aber ich bin mir nicht genau sicher, was da jetzt passieren muss. Aber es muss schon eine Menge passieren, glaube ich. Das Wichtigste ist natürlich, dass sie erstmal AD zurückkriegen. Oh, war hier ein bisschen Stress mit Bane und mit LeBron? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Er geht hier zum Korb. Ja, und läuft so ein bisschen durch LeBron und dann schiebt ihn LeBron weg. Okay, war jetzt nichts wirklich. Hier ist LeBron mit dem Post-Up dann gegen Bane, wo er einfach größer ist. Good pass. Und ich glaube, Bane hat das ganze Jahr noch keinen Wurf verschossen. Wir checken mal kurz, was seine Quote in dem Game war, weil der Typ verwirft gefühlt nie. 9 von 14, 5 von 8 von der Dreierlinie. Und aktuell 43% von der Dreierlinie bei 7 Versuchen pro Spiel. Also er ist wirklich einer der besten Shooter aktuell in der NBA. So, weiter geht's. Wie gesagt, über Talen habe ich schon so kurz geredet. Einer der wenigen Lichtblicke. Austin Reeves hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und Wayne Ellington, als der endlich spielen durfte, hat er erstmal 10 Punkte in 4 Minuten gemacht. Aber sonst waren die Lakers einfach müde. Viele kurze Würfe auch. Das hier ist mir positiv aufgefallen. Das war auch wieder so ein Beispiel für LeBrons Basketball-IQ. Zuerst mal siehst du, wie er hier alles dirigiert. Und jetzt sieht er, dass Desmond Bane hingefallen ist. Er passt sofort den Ball auf Austin Reeves, weil der schon im Aus ist. Das heißt, er kann den Einwurf machen und sofort pusht er den Ball und findet jetzt einen freien Trevor Ariza. Das fand ich wiederum cool. Auf der anderen Seite gab es fast genau das gleiche Play dann später in der zweiten Halbzeit, wo LeBron einfach nicht zurückgerannt ist in die Defense und man dann einen komplett freien Desmond Bane Dreier hatte wegen ihm. Also es ist so ein bisschen auch Hit and Miss mit LeBron aktuell. Hier wurde er hart gefoult, hat leider keinen Pfiff bekommen. Und das Dreier-Shooting insgesamt, genau, gerade im zweiten Viertel war voll stark von beiden Teams. Boah, ich wünschte, davon hätten wir gerade mehr gesehen, weil das war wirklich ein sehr, sehr tougher Bucket von LeBron. Ah Mann, wieso haben die nicht mehr davon drin? Er wurde eigentlich top verteidigt und musste dann komplett seine Wurfform ändern und hat sich so nach vorne gedreht und hat eher so wie so einen Stoß nach vorne geworfen. War ganz komische Wurfbewegung, aber hat ihn halt reingebankt zum Shotclock-Buzzer. Buzzer. Und ja, war ein cooler Wurf, war eine starke Aktion von ihm. Good pass. Also dieses seinen Mann schlagen, dann quasi auf die Helpside warten und dann den Ball stecken. Und darüber müssen wir auch kurz reden. LeBron war so eine Maschine in dem Spiel am Brett die ganze Zeit. Ja, hier ist mal guter Move von Jaren. Ja, guck mal, ich habe gerade seine Rebounds nachgeschaut. Er hatte 9 Rebounds und 6 davon waren offensiv. Und das, obwohl die Lakers und LeBron ja eigentlich komplett undersized waren in diesem Spiel gegen die Grizzlies. Und LeBron die meiste Zeit auf Center alleine war. Da war kein anderer Big mit dabei. Und dass er da 6 Offensive Rebounds holt, spricht einmal für ihn, was er für ein guter Spieler ist. Und auf der anderen Seite spricht es ein bisschen gegen die Grizzlies, dass sie das so einfach hergegeben haben. Westbrook hatte keinen Turnover, by the way, um auch mal eine positive Sache noch über ihn zu sagen. Das ist der Dunk. Woohoo! Ey! Ja ist so next level. Und ich habe extra ein Replay für euch aufgerufen in einem anderen Video, weil ich schon damit gerechnet habe, dass wir kein Replay hätten. So, das war jetzt nicht so die gute Quali, aber guckt auf die Kameraeinstellung. Guck mal, wie er sich wegdrehen muss, weil er einfach fast seinen Kopf am Ring anhaut. Also Ja aktuell wirklich einer der krassesten Athleten in der NBA. Es ist crazy. Bin immer wieder froh, dass ich sein Jersey habe. Das hat sich mittlerweile echt ausgezahlt. In so vielen Reactions kann ich das Jar-Jersey tragen. Plus 15 hier für die Grizzlies. Und das dritte Viertel war halt komplett Armageddon. Haben 42 Punkte gemacht. Haben einen Franchise-Rekord damit, glaube ich, aufgestellt.
Nee, ein Season-Rekord, sorry, kein Franchise-Rekord. Franchise-Rekord ist, dass sie jetzt 9 in Folge gewonnen haben. Das habe ich vorhin gelesen. Man sieht es auch hier. Und das war der Dank von LeBron. Das war die Nacht der unerwarteten Dunks irgendwie. Erst Klay Thompson, dann LeBron. Der Ja Morant Dunk kam nicht unerwartet, aber die Hops, die er da gezeigt hat, waren unerwartet. Also es ging echt gut zur Sache in der gestrigen Spielnacht. Ich mag Kyle Anderson. Der sieht immer aus, als wäre er aus einer anderen Zeit. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber es ist nur LeBron. Wirklich nur LeBron. Bei den Lakers kam nichts zu dem Zeitpunkt. Schöner Backdoor-Cut, findet dann seinen Shooter. Also Ja spielt wirklich eine überragende Season. Wir werden am Mittwoch auf dem Hauptkanal, kann ich jetzt schon mal spoilern, am Mittwoch auf dem Hauptkanal kommt von mir ein Video zum All-Star-Game, wo ich jeweils meine Starting Five picke. Und da ist Ja auf jeden Fall auch ein sehr, sehr heißer Kandidat für mich für den zweiten Guard-Spot in der Western Conference. Also das hier war nicht sein bestes Spiel, überhaupt nicht, aber er hat eine sehr, sehr starke Saison bisher hingelegt. So, ich würde sagen, wir lassen jetzt noch hier das dritte Viertel und danach gehen wir aber raus, weil danach ist wirklich nur noch Garbage Time war und dann diese kleine Aufholjagd da am Ende, einfach weil die Grizzlies halt ihre Leute aufs Feld gestellt haben, die normalerweise nie Spielzeit kriegen oder nicht in der Konstellation, ist dann, finde ich, nicht mehr so sinnvoll. Sehr, sehr schöner Up and Under hier noch zum Schluss. Oh, dann macht Westbrook nochmal einen Move. Nee, findet den Shooter, findet Austin Reeves. Sah ein bisschen aus fast wie der Game-Winner von Austin Reeves. Aber ja, also die Grizzlies hatten das Ding hier einfach in der Tasche. Die sind mit einer 30-Punkte-Führung ins vierte Viertel gegangen. Da war einfach Game Over. Ja, okay, plus 27 hier. Plus 24. Ja, aber hier, also plus 24 ins vierte Viertel. Das Ding war einfach over, meiner Meinung nach. Guck mal, ich habe jetzt ein bisschen nach vorne geskippt. Es steht hier 121 zu 95, noch 8 Minuten zu spielen. Und jetzt, wenn wir einfach ein bisschen skippen, 126 zu 101. Und jetzt 103, 113, 116. Also die kommen hier echt nochmal ran, weil die Grizzlies das so hart verzockt haben. Austin Reeves noch mit einem krassen Run hier. Aber das war's dann halt auch. Also näher kamen sie nicht mehr ran und am Ende waren es 127 zu 119. Also wenn es eine negative Sache über die Grizzlies zu sagen gibt, dann ist es einfach, dass sie nicht so gut sind, die Spiele zu closen, beziehungsweise wenn sie eine große Führung haben, dass dann ihre Bankunit das ganze Ding so ein bisschen sicher nach Hause spielt. Aber das sind Lernprozesse und da mache ich mir keine Sorgen, dass das in Zukunft funktionieren wird. Zu den Lakers ganz kurz, get my man some help. Wirklich, ich weiß nicht, was LeBron noch machen soll. 35 Punkte, Wahnsinnsquoten, Rebounds, Assists, Offensive Rebounds und sie verlieren trotzdem. Klar, man muss nochmal sagen, bei den Lakers fehlt gerade auch viel Personal, aber auch als alles gestimmt hat und alle Spieler da waren, haben die Lakers auch nicht herausragend gespielt. Ich bin mal sehr gespannt, was da in Zukunft noch passieren wird. Mein absoluter Favorite Trade aktuell, den Max und ich auch so ein bisschen in unserem Podcast entwickelt haben, ist Russell Westbrook nach Washington und dafür kriegt man Kyle Kuzma und Caldwell Pope. Das fände ich einen sehr, sehr witzigen Trade, wenn man quasi Westbrook einfach so wieder zurücktauschen würde, so ey, hat nicht funktioniert, wir würden ihn gerne umtauschen. Aber ich habe auch schon gesagt, man darf nicht die ganze Lakers-Misere immer nur an Westbrook festmachen. Das hat viele verschiedene Faktoren. Sie haben jetzt zuletzt sogar ganz gut gespielt, jetzt wieder ein bisschen auf den Deckel bekommen von den Grizzlies. Man wird sehen, wo es hingeht. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn sie zur Trading Deadline nicht aktiv werden würden. Und ich wäre auch überrascht, wenn sie nicht zumindest versuchen würden, Westbrook wegzutraden. Aber das wird sich alles zeigen in der Zukunft. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es kam heute schon eine Reaction. Da ging es um Klay Thompsons Comeback bei den Warriors nach 2,5 Jahren. Endlich mal wieder Klay Thompson auf dem Feld. Das war's jetzt von mir. Haut rein, meine Freunde. Peace.